Herzlich willkommen zurück zu Rush to Adventure. Ich bin euer Jojin, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, was soll ich sagen? Im letzten Video haben wir uns diesen Armor geholt. Makes you feel lighter. Ja, Levitation, Fliegen, Schweben. Eieiei. Damit schaffen wir einige Sachen wieder. Also, jedem von euch kann ich nur raten, wenn ihr spielt. Fangt an und holt euch alle Münzen. Wirklich alle. Ihr müsst schnell ein stärkeres Schwert kriegen. Mit den drei Schwertern kann man nicht die Türen zerdeppern. Das funktioniert nicht. Man braucht ein stärkeres. Das heißt, ihr müsst euch schnell das 120er Schwert holen. 120 Coins ansparen, das Schwert holen, damit ihr die Türen öffnen könnt. Dann alle Level machen. Wirklich, ihr braucht die Erfahrungspunkte. Die sind aber nicht so wichtig wie die Coins, weil ihr braucht halt wirklich das bessere Gear. Ohne das keine Schnitte. Ja. Und jetzt sind wir da dran, mehr Erfahrungspunkte zu kriegen, weil wir mehr Stärke brauchen, damit wir gleichzeitig das Flammenschild tragen können. Sonst packen wir es einfach nicht durch die Level. Things to do. Achso, ja, okay. Ah ja, hier waren so viele Erfahrungspunkte zu holen. Da steigen wir, glaube ich, ein Level auf, wenn wir alle kriegen. Und wir sind ja auch wesentlich stärker jetzt. Achso, ja, wir haben das scheiß Flammenteil nicht. Unser Anzug, unsere Rüstung ist leider... wie soll ich sagen? Man nimmt mehr Schaden durch Flammen. Das ist ein Problem. Ah, scheiße. Okay, ihr seht schon, wir verlieren ganz schnell Energie. Also wir brauchen unbedingt das Flammenschild. Das kriegen wir erst, wenn wir Stärke nochmal erhöhen dürfen. Was hoffentlich nächste Stufe passieren wird. Nein, da dreht er sich direkt, dieser fiese Sack. Ah, viel zu viel Schaden nehmen wir hier, ne? Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Oh, und das war's. Fail! Ich könnte reingehen ohne diesen Fliegemodus. Das ist vielleicht besser. Ich brauche das Flammenschild und wir nehmen eine Standardrüstung. Können wir wenigstens Schüsse aufhalten. Können jetzt nicht mehr so mega hoch springen. Also wieder normal. Aber ich glaube, das wird jetzt besser sein. Hahaha, ja, das ist viel besser. Oh, nein, nein. Du bist ein Idiot, Joe. Tolle Wurst. Kannst du bitte da weggehen? Oh, nice. Wir haben sogar den Lilan gefunden. so, wir halten ja sowieso aus. Ah, shit. Da musste ich den blöden Schuss abwarten. Wir töten erst dich. Und dann dich. Gut. Aber wir sollten alle Erfahrungspunkte mitgenommen haben. So ist es. Sehr schön. Oh, das gab so wenig. Ach komm. Scheiße. Ja, hier gibt es noch ein paar Erfahrungspunkte. Ah, shit. Dieser Sack. Erstmal das Flammenvieh töten da hinten. Und dann holen wir uns die Münzen. Wie easy jetzt auf einmal die Level sind durch die ganzen Gegenstände und so.
Okay, alle Erfahrungspunkte auf jeden Fall rausgeholt. Relentless Warrior. Na dolle. Okay. Warum steht hier noch? Hier haben wir noch überall Erfahrungspunkte, oder was? Oh ja, jede Menge Erfahrungspunkte. Geh mal rein. Ah, und ein paar Coins. Bams. Na, das lassen wir nach oben, das Herz. Ah, shit, der schießt ganz schön schnell da hinten. Oh. Fieser Sack, ich klopfe. Vielen Dank. Vielen Dank, aber was juckt uns das? Wir müssen nur durchkommen. Uiuiui. Da müssen wir mit Speed machen. Huch! Schon wieder so ein komischer Glitch. Den hatten wir schon mal gehabt. Eieiei. Nicht ganz so geklappt, wie ich wollte. Ah! Ah, das war diese Scheißstelle. Ja, die war schwierig. Die Frage ist, muss ich die Coins nochmal holen? Muss ich die alle nochmal holen in einem Rutsch? Oder kann ich einfach durch und die Gegner nur töten? Oder fehlen mir dann gleich Münzen? Das ist die Frage. Ich glaube, mir fehlen dann die Münzen. Bin mir nicht sicher. Schon wieder dasselbe an der Stelle. Es passiert, wenn ich da irgendwie renne, glaube ich. Ich hole mir jetzt die Münze da hinten nicht. Wir müssen das ja mal testen. Da springen wir drüber. Da unten ist noch ein Gegner. Wir brauchen die Erfahrungspunkte. Alle Gegner tot. Jetzt ist die Frage, fehlen mir wirklich Coins? Wir haben keine Punkte bekommen. Wir haben ganz viel Erfahrung geholt. Wir haben 14 Münzen. Oh, zählt nicht als abgeschlossen. Warum? Hat irgendwie nicht geklappt. Wir müssen alle Münzen holen und gleichzeitig alle töten. Kann das sein? Damit das irgendwie zählt als besser. Das ist interessant. Grrr. Also muss ich die blöde Sprungeinlage da am Ende schaffen. So, ich glaube, die da hinten töten wir mal noch nicht. Was ausprobieren. Hey, und wir haben sogar den Lilanen gefunden. Interessant. Ich glaube, das ist eine bessere Wahl, wenn wir so lang gehen. So, Stunde der Wahrheit. Blöde Springe wieder. Bisschen größer. Kurzer Sprung. Kurzer Sprung. Reines Glück. Reines Glück. Ich brauche da eine alternative Taste für. Gott sei Dank. Okay, wir haben alle Gegner getötet und haben auch noch alle Münzen geholt, oder? Jo. So ist es. Aber wir kriegen keine zusätzlichen Erfahrungspunkte. Warum? Das heißt, ich habe da schon mal Erfahrung geholt. Kann ja gar nicht anders sein, oder? Sehr seltsam. Keine Ahnung. Gilt auf jeden Fall als beendet. Hier gibt es noch irgendwas zu machen irgendwann.
Da können wir das alternative Schwert holen, was ich meinte, was ihr euch unbedingt holen solltet. Ja, definitiv, das ist Murks. Oh Gott, den Tempel besser machen. Und alle töten und Geld holen. Nö. Nee, danke. Hier ist ein Gegner sehr wahrscheinlich noch. Ich lieb das neue Schwert. Es ist so toll. Lalalalalalala. Au. Da, 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 da. Ach Gott, da kriegst du einen Ohrwurm. Eine wundervolle Musik. Also der Soundtrack ist auch cool. Dunnage. Wieso steigen wir nicht mehr auf? Wieso zum Teufel steigen wir nicht mehr auf? Hä? Irgendwie steigen wir nicht mehr auf. Aber ich weiß nicht warum. Warum steigen wir nicht mehr auf? Wir müssen noch Erfahrungspunkte die ganze Zeit kriegen. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Warum kriegen wir keine Erfahrungspunkte mehr? Kann man nicht höher als Level 18 kommen? Das ist sehr seltsam. Hier ist noch dunkel. Da haben wir diese tolle Höhle, wofür ich ja eigentlich ein höheres Level haben will, damit ich höhere Stärke habe, damit ich das blöde Teil, das hier nutzen kann mit dem Schild zusammen. Wir brauchen 9. 9. Wieso steige ich nicht mehr auf? Wir müssten voll die Erfahrungspunkte bekommen haben. Ist hier irgendein Bug entstanden? Das ist sehr seltsam. Grrr. You're not strong enough to carry the selected equipment. Yeah, that suck! Like hell! Geisterbekämpfung. Ja, dann machen wir das doch mal so. Wir können 5 Coins noch kriegen und wir können ein paar Erfahrungspunkte kriegen, die irgendwie nicht zählen. Au. Oh, dieses Geisterschwert ist scheiße. Warte, ich muss mal ausprobieren. Vielleicht treffe ich ja mit dem... Treffe ich ja mit dem neuen Drachenslayer Sword. Vielleicht kann ich damit auch die töten. Das wäre richtig geil. Das würden wir jetzt gerade mal kurz rausfinden. Ist dem so? Sehr wahrscheinlich nicht, ne? Nein, wir können ihn nicht schädigen. Ach, scheiße. Schade, schade, schade. Uch, nicht Main-Menü. Ha, zu schnell. Crap. Okay, dann müssen wir das Geisterschwert nehmen. Bleh. Nicht meine erste Wahl. Naja. Hallo Geistchen. Feuer können wir aufhalten, das ist gut. Der Geist muss erstmal was zu mir kommen, bevor ich da irgendwie rumhopse.
wolltest du denn hin? So, komm mal bitte auf meine Höhe. Schade, treffe ich von hier nicht. Ah, ich bin noch direkt gesprungen. Fies, mit dem Schwert den zu töten, weil der so viel aushält. Das wird doch der Gegner sein, den ich nicht gemacht habe, sehr wahrscheinlich. Oh, da oben ist ein Geist, ja, komm mal hoch. So, es ist besser, von der Seite ranzugehen. Ich sollte erstmal die da töten. Okay, da kommt noch ein Geist. Kann ich jetzt nicht viel mit anfangen. Mist. Ich glaube, wir sollten mal zurückgehen. Da war noch irgendwo Heilung gewesen. Die haben wir, glaube ich, liegen lassen. Da hinten, genau. Juhu! So viel wie Cheaten, ne? Dieses Schweben, Levitation. I believe I can fly. Ah, da kommt der Geist. Den wollen wir natürlich auch haben. Ja, wir machen es von der anderen Seite. Ich glaube, das ist besser. Na, endlich. Ah. Fieses Ding. Obwohl der hier ist. Oh, doch, das ging. Ah. Kleiner Sprung. Kleiner Sprung. Und einmal nach oben. Gut. Geronimo! Haha, habt ihr gesehen, wie weit ich gejumpt bin? Nice. So, da hinten kommt noch ein Geist. Der sogar was mehr aushält, wie es aussieht. Ach, du Scheißvieh! So viel wusste ich nicht, dass du aushältst. Jetzt haben wir kaum noch Energie. Mist! Das sind echt viele Gegner. So, jetzt dürfen wir nur nicht mehr sterben. Oh. Scheiße, ist so krass. Ist der Oberhammer. Ist der Oberhammer. Kannst du mal bitte kommen, Geistilein? Wir werden auch vorsichtiger sein, wenn wir gleich bei dem anderen dran sind. Da wir jetzt wissen, dass der mehr aushält. Ich glaube, die anderen Geister kriege ich alle mit One-Hit. Der ist noch ein Problem. Ah, shit! Ich habe auf mein Handy gedrückt, das hat vibriert. Zeit ist rum. Schande. Gegen sowas Energie verlieren ist blöd. Ich dachte, ich wäre schon an einer sicheren Stelle nach dem Sprung. Gut, das hat wesentlich besser geklappt als beim letzten Mal.
Wir haben links hinten noch ein Herz für einen Notfall, aber... Ach, da kommt ein Geist. Uns fehlt noch der grüne Geist. Den sollte ich vielleicht vorher machen. Nein! Ah, der kommt, wenn ich da näher gehe. Ach komm, das ist doch ein kleiner Sprung. Mist. So viel Energie verloren. Ah, das klappt alles gar nicht gut. Gar nicht gut. Ein schweres Level mit diesem Scheißschwert. Erinnert mich irgendwie total an Wonderboy. Sieht alles total einfach aus, aber es ist so sauschwer, das Spiel. Oder die Spielereihe. Ah, berührt noch. Ich dachte mal, ich trinke 19. Total in die Hose gegangen. Schade, dass ich dich von hier nicht erwische. Boah, so ein knappes Ding, ne? Und du hältst mehr aus, ich weiß. Das heißt, wir müssen direkt weg. Okay, und jetzt kommt noch die Scheißstelle mit der Kiste gleich unten. Die war auch doof. Bitte. Nein, komm raus hier. Ich krieg wenigstens die Erfahrungspunkte, oder? Da haben wir jetzt mal Erfahrung bekommen. Warum bei den letzten drei nicht, die ich gemacht habe in dem Video? Das ist seltsam. Ich glaube, dass wenn man... zeigt immer nur das Letzte an, was man geschafft hat. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt alle Erfahrungen bekommen habe, geh nochmal rein und hol mir die restlichen Coins. Speichert er zum Beispiel 20 von 70 Erfahrungen, glaube ich. Und 25 von 25 Coins. Und wenn ich dann nochmal reingehe und sage, hey, ich habe ja noch irgendwie Erfahrungspunkte zu holen, dann wird er mir sagen, nee, tut mir leid, die hast du schon bekommen. Und das ist das Verwirrende. Na gut, machen wir mal wieder einen Break. Bis demnächst, euer Chojin.